Guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Online-Gespräch zum Thema das parlamentarische System in Japan mit Professor Tomoaki Kurishima. Mein Name ist Oliver Schön. Ich bin Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern und Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung. Ich freue mich, dass wir heute einen besonders kompetenten Gesprächspartner gewonnen haben für dieses Thema. Professor Tomoaki Kurishima unterrichtet an der Universität Saitama und ist mir vor allen Dingen bekannt von einem zweijährigen Aufenthalt in den Jahren 2015 bis 2017, als er an der LMU in München geforscht hat. In der Zeit, aber auch danach, hat er zahlreiche Vorträge gehalten für die DJG Bayern, aber auch für die Deutsch-Japanische Juristenvereinigung. Seit einiger Zeit ist er auch bereits Kuratoriumsmitglied der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung und ich freue mich, heute Abend Herrn Kurishima begrüßen zu können. Viele Grüße nach Tokio. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich bin Kurishima, genau, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Saitama. Ich freue mich sehr, dass ich heute über dieses Thema mit Oliver sprechen kann. Ja, genau. Also das auch, also wir duzen uns, das wollen wir heute auch beibehalten. Und als wir für dieses Thema, als wir uns unterhalten haben, welches Thema wir für ein mögliches Gespräch nehmen können, ist es relativ schnell auf das parlamentarische System gekommen, weil im Rahmen der Vorlesung an der Universität Augsburg das parlamentarische System immer wieder im Mittelpunkt steht. Und auch bei den Studienreisen, die wir nach Japan veranstalten, Besuche im Parlament anstehen. Und letztlich wir festgestellt haben, dass die Quellenlage nicht so ist, dass man alles auf einen Griff findet. Und das soll heute das Gespräch ein bisschen verbessern. Insofern möchte ich dich bitten, dass du vielleicht einmal ganz kurz die Grundlagen des parlamentarischen Systems in Japan darstellst. Ja, das mache ich gerne. Heute ist zwar ein Online-Gespräch, aber vorerst werde ich mit einer vorbereitenden Präsentation vielleicht kurz über die Grundlage sprechen. Wobei, Oliver, du kannst gern jederzeit unterbrechen, wenn es Fragen oder Unklarheiten gibt. An der Stelle So. vielleicht auch ans Publikum, falls es Fragen gibt über die Chatfunktion, können die gestellt werden und wir würden dann versuchen, die zur gegebenen Zeit zu beantworten. Ja, darauf würde ich mich auch sehr freuen, auf Ihre Fragen. Genau. Erstmals ganz herzlichen Dank für die Einladung als Gesprächspartner. Ich finde das Thema, ich spreche gern über das Thema Parlament bzw. die Gesetzgebung, weil ich finde es immer erstaunlich, wie viel man über die Ergebnisse der Politik spricht, aber wie wenig man über den Prozess spricht, beziehungsweise über die Organisation, beziehungsweise wie wenig die Kenntnisse über die Organisation verbreitet sind. Das finde ich immer interessant und deshalb auch in meiner Vorlesung spreche ich ganz gerne über das Parlament, wie das Gesetz und das Budget und andere Sachen beschlossen wird. So, zuerst ganz grundlegenden Sachen über das japanische Parlament. Das heutige japanische Parlament, Kokai, wurde erstmals eröffnet im Jahr 1947. Die Grundlage war die japanische Verfassung, die am 3. Mai 1947 in Kraft getreten ist. Nach der japanischen Verfassung ist das Parlament, Kokai, das höchste Organ der Staatsgewalt und das einzige Gesetzgebungsorgan. Das ist ganz ähnlich in der Bundesrepublik. Ein kaiserliches Dekret war früher unter der Meiji-Verfassung unter bestimmten Bedingungen möglich, vor allem im Notstand. Aber das ist heute nicht mehr möglich.
Und das Parlament besitzt somit ein Rechtsetzungsmonopol. Wobei es natürlich eine Ausnahme gibt. Die wichtigste Ausnahme ist die Verordnungsermächtigung. Also wenn durch ein Gesetz ermächtigt ist, kann die Verwaltung eine Rechtsverordnung erlassen. Genau. Und nach Artikel 42 besteht das Parlament aus zwei Häusern. Einmal dem Unterhaus, sogenannten Unterhaus, auf Japanisch Shugiin, also wörtlich etwa Massenbevölkerungshaus oder so Repräsentantenhaus, House of Representatives auf Englisch. Und auf der anderen Seite das Oberhaus, sogenannte Oberhaus, Sangiin, also wörtlich etwa Rätehaus. Die Vorgängerinstitution vom Kokai war Teikokugikai, also Reichstag, kann man so übersetzen, bestand zwischen 1890 bis 1947, bestand aus ebenfalls aus zwei Häusern, nämlich einmal dem Adelshaus Kisokuin und Shugiin, Repräsentantenhaus. Genau. Das Parlamentsgebäude war ja früher Reichstagsgebäude und heute Parlaments-Kokai Gijido, wurde gebaut 1936 und wurde zum Glück in der Kriegszeit unangetastet geblieben. Also Tokio wurde stark bombardiert zwar, aber das Gebäude überlebte den Krieg. Genau. Dann komme ich vielleicht noch ein bisschen über das Gebäude. Also die Struktur des Gebäudes ist ganz symmetrisch und links ist das Unterhaus Shugiin und rechts ist das Oberhaus Sangiin. Die Sitzungssäle sehen ziemlich ähnlich aus. Ein Unterschied ist vielleicht, dass ein Platz für den Kaiser da oben steht im Unterhaus und beim Oberhaus so ein bisschen da unten. Aber ansonsten gibt es tatsächlich nur sehr wenig Unterschiede. Kann ich dich fragen, also wenn man das Parlament besucht, wird er mir immer ganz stolz gezeigt, der Wartebereich, in dem sich der Kaiser oder Mitglieder der kaiserlichen Familie aufhalten. Wie lange ist denn der Kaiser eigentlich pro Jahr tatsächlich im Parlament? Also wie lange dauert es, bis er sozusagen die Parlamentssitzung eröffnet? Also der Kaiser kommt nur am ersten Tag der Sitzungsperiode. Das heißt, der Kaiser kommt eigentlich nur ein paar Mal pro Jahr. Vielleicht nur einmal kann es auch sein. Aber trotzdem, ja, gibt es, wie du gesagt hast, einen speziellen Warteraum und auch eine spezielle Toilette für den Kaiser. Es gibt auch einen Platz für die, man sieht ja hier einen Platz für ein anderer kaiserliche Familienmitglieder, der aber nicht in der Praxis benutzt wird. Wenn ich es richtig sehe, es wurde benutzt, wenn der Prinz, also der heutige Kaiser, früher als Prinz hat er ein- oder zweimal hier gesessen. Genau. Jetzt darf ich dich fragen, also interessant ist ja, warum gibt es in Japan eigentlich ein Oberhaus und ein Unterhaus? War das
also immer unstreitig zu der, also als die neue Verfassung geschrieben wurde, weil Japan ist ja an sich kein föderaler Staat. Genau, genau, das wollte ich ansprechen. Ah ja, vielleicht davor kurz, das ist die Fotos von der Eröffnungsrede des Kaisers. Also der Kaiser macht eine Eröffnungsrede bei der Einberufung am ersten Tag, und zwar immer im Oberhaus, wobei hier der Präsident des Unterhauses steht. Genau. Für die Eröffnungsrede gibt es keine gesetzliche Grundlage. Auch die japanische Verfassung sagt dazu eigentlich nichts. Und die kommunistische Partei Kyosanto hält diese Handlung für verfassungswidrig, sodass die Mitglieder der kommunistischen Partei immer abwesend waren am ersten Tag bei der Eröffnungsrede. Aber die Partei hat ihre Stellung geändert 2016, sodass heute fast alle, glaube ich, alle Abgeordneten bei der Eröffnung dabei sind. Ja, genau. Somit die Rede nicht politisch wird, hat man den Inhalt nicht geändert, immer gleich gemacht. Ja, genau. Genau, Zweikammersystem. Zu dem Thema komme ich jetzt. Und zwar Artikel 43 Absatz 1 japanischer Verfassung besagt, dass beide Häuser sich aus gewählten Mitgliedern zusammensetzen, die das ganze Volk vertreten. Das heißt, bezüglich der Wählbarkeit und Wahlberechtigung darf es kein Verbot, darf es keine Diskriminierung geben wegen sozialer Stellung, Abstammung, Ausbildung, Vermögen oder Einkommen etc. etc. Also das heißt, das Oberhaus, sowohl das Unterhaus als auch das Oberhaus, darf kein Adelshaus sein oder ein Sachverständigenrat oder keine Vertretung der einzelnen Regionen oder Vertretung der Berufsgruppen. Das gilt nicht, weil die Mitglieder das ganze Volk vertreten müssen nach der Verfassung. Interessant ist, dass der MacArthur-Entwurf Einhausparlament vorgesehen hat, weil Japan, wie du, Oliver, schon gesagt hast, Japan ist kein Föderalstaat, sodass wir eigentlich kein Oberhaus brauchen. Also Oberhaus in Deutschland, in den USA, in der Schweiz, die sind alle, setzen sich aus den Vertretern der Gliedstaaten bzw. Bundesländer, aber in Japan ist es nicht so, das Oberhaus ist auch ein Vertreter des ganzen Volkes. Und MacArthur wollte natürlich das Adelshaus abschaffen, das undemokratische Adelshaus abschaffen. Es gab aber einen Einwand aus der japanischen Seite. Japan hat da eigentlich in vielen Punkten hat Japan Einwände gegeben. Erfolgreich war Japan ziemlich selten, aber im puncto Parlament bzw. Kammersystem hat Japan einigermaßen erfolgreich. Also Zweikammersystem wurde beibehalten tatsächlich, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei die zwei Häuser
demokratisch sein werden mussten. Als Argument wurde eine Vorbeugung gegen Willkür und Missbrauch der Mehrheit geführt. Also Oberhaus wird auch heute immer als Haus der Vernunft oder Haus der Klugheit als Ideal bezeichnet, wobei das tatsächlich auch so ist, kann man mit guten Gründen streiten. Ist das in der Wahrnehmung des japanischen, also der japanischen Öffentlichkeit auch so, dass man da unterscheidet, also Vertreter des Oberhauses ein anderes Ansehen haben als die des Unterhauses? Das glaube ich nicht. Vielleicht vom Status her hat man so ein bisschen andere Wahrnehmung. Naja, der ist, die ist Sangi-Mitglied und kein Shugin-Mitglied. Also Shugin-Mitglieder haben einen besseren, höheren Prestige, aber ansonsten glaube ich nicht, dass das unter der Bevölkerung eine andere Wahrnehmung gibt. Ja. Okay. Parlamentsabgeordnete zu. Genau. Und dann komme ich, ja, also noch bleibe ich im Thema Zweikammersystem. Mandatszeit ist die wohl der wichtigste Unterschied. Artikel 45 besagt, dass die Mandatszeit der Mitglieder des Unterhauses 4 Jahre beträgt. Im Falle der Auflösung des Unterhauses ende die Mandatszeit vor ihrem Ablauf. Also, im Unterhaus ist eine Auflösung möglich und im Durchschnitt dauert somit eine Mandatszeit im Unterhaus circa 2,7 Jahre. Zum Oberhaus, Artikel 46 besagt, dass die Mandatszeit der Mitglieder des Oberhauses 6 Jahre beträgt, wobei alle 3 Jahre die Hälfte der Mitglieder neu gewählt wird. Das System hat man aus den USA eingeführt. Genau, also Mandatszeit eigentlich 6 Jahre, aber die Hälfte alle 3 Jahre neu gewählt. Ansonsten gibt es einen kleinen Unterschied beim passiven Wahlalter. Im Oberhaus ist eine Vollendung des 30. Lebensjahres vorausgesetzt, im Unterhaus 25. Also da sieht man so ein bisschen, dass man tatsächlich konzipiert hat, das Oberhaus als Haus der Vernunft, Haus der Klugheit. Aber das ist wirklich ein kleiner Unterschied. Und führt diese Art des Wahlrechts dazu, dass es oft zu unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen kommt im Oberhaus und im Unterhaus? Das nicht. Und zwar, man will ja kein sogenanntes verdrehtes Parlament, also die Situation, wo die Mehrheitsverhältnisse im Unter- und Oberhaus anders sind. Das würde zu einer ganz schlimmen Blockadesituation führen, weil die beiden Häuser im Grunde fast gleich stark sind und alle Gesetze müssen in beiden Häusern tatsächlich beschlossen werden, was ganz anders ist. In Deutschland zum Beispiel, der Bundesrat kann nur bei Zustimmungsgesetzen tatsächlich blockieren, bei Einspruchsgesetzen geht das nicht. Also in Deutschland gibt es eine Unterscheidung zwischen also verschiedene Arten der Gesetze. Aber in Japan müssen alle Gesetze sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus beschlossen werden, sodass man besser
die gleichen Mehrheitsverhältnisse in beiden Häusern hat. Und man hat deshalb die Wahlsysteme im Unterhaus und Oberhaus fast angeglichen. Also bisschen bei Nuancierungen gibt es bisschen Unterschiede, aber fast gleich. In der Vergangenheit, wie oft kam es denn zu verdrehten Parlamenten? Ah ja, verdrehtes Parlament, ich glaube, das erste Mal war 1989, wenn ich es richtig sehe, aber das war ganz kurz. Auch in den 90er Jahren gab es eine ganz kurze Zeit verdrehtes Parlament, aber richtig problematisch wurde, also richtiges verdrehtes Parlament haben wir erlebt mit der Minsto-Regierung, beziehungsweise in der Zeit, wo Minsto ziemlich stark war, zwischen 2007 bis 2009 einmal und 2010 bis 2012. Da hat man vom Winterschlaf des Parlaments, sogar vom Winterschlaf gesprochen. Also viele Sachen wurden politisch blockiert. Man hat damals, man konnte damals keine gute Lösung finden können, um die Situation zu mit der Situation zu leben. Ja. Aber ja, zu dem Thema werden wir vielleicht später nochmal sprechen. Ja, verdrehtes Parlament. Genau, Wahlsystem, das muss ich vielleicht auch jetzt so ein bisschen erklären. Artikel 47 japanischer Verfassung bestimmt die Wahlkreise, die Art und Weise der Stimmabgabe und andere Angelegenheiten betreffend die Wahl der Mitglieder beider Häuser werden durch Gesetz bestimmt. Also die Verfassung besagt nichts über das Wahlsystem. Aber in der Tat ist es so, ich spreche nur über die Unterhauswahl seit 1994. Das ist ein Parallelsystem, Mischsystem aus relativer Mehrheitswahl und Verhältniswahl. Und zwar diese relative Mehrheitswahl, also Persönlichkeitswahl, sprich, in ganz Japan gibt es jetzt 289 einer Wahlkreise. In Hokkaido, also hier sieht man, in Hokkaido gibt es 12, in Aomori, in Iwate jeweils 3 und so weiter, in Tokio 25, in Saitama 15, genau. Alle Präfekturen haben Sitze, wobei Shimane 2, Tottori 2, die sind fast an der Grenze, also wird vielleicht eins und ob es in der Zukunft noch so geht, das muss man sehen. Vielleicht muss man irgendwann kombinieren und 3 machen. Also es ist schwierig. Genau, Einwahlkreise und Verhältniswahl, das ist eher einfacher. Es gibt Blockwahlkreise, Hokkaido, Tohoku-Gebiet und Nordkanto-Gebiet. So, und da findet eine Verhältniswahl statt. Genau. Und dafür gibt es 176 Sitze. Genau, so ist das Wahlsystem heute. Dann komme ich vielleicht, oder hast du vielleicht. Für das Oberhaus wird genauso gewählt, nach dem gleichen Wahlsystem. Ja, also ganz gleich ist es nicht, aber das ist auch ein Mischsystem aus der Persönlichkeitswahl und Verhältniswahl, ja. Und dann eine Frage nur am Rande, um das weiter zu vertiefen. Wie ist eigentlich der Stimmwert der einzelnen
Wähler. Also man sieht, in Hokkaido sind 12, in Tokio sind 25. Das ist ungefähr das Doppelte, aber es wohnen ja viel mehr Leute in Tokio als in Hokkaido. Also genau, genau. Ist das ein Problem, dass man da sagt, das führt zu einer Übervertretung der ländlichen Bevölkerung oder ist das nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war? Ja, also es war früher tatsächlich sehr schlimm. Man macht so ein Ratio von stimmstärksten Präfektur und stimmschwächsten Präfektur und das war früher tatsächlich mal 6:1, also in einer ländlichen Region hatte man 6-mal stärkere Stimme als in einer großen Stadt. Aber das ist heute nicht mehr so. Heute ist es maximal 2-mal, etwa 2-mal so groß als in einer Großstadt. Das finde ich noch in Ordnung und wir werden, glaube ich, damit gut leben. Der oberste Gerichtshof hat mehrmals Verfassungswidrigkeit wegen der Ungleichheit des Stimmgewichts tatsächlich festgestellt. Aber heute ist der OGH eher zurückhaltend, weil das Parlament ziemlich viel Mühe gegeben hat, um die Situation zu verbessern. Genau, genau. Gut, dann also würde ich dich bitten, zum nächsten Thema zu kommen, was ich wirklich spannend finde, nämlich diese Sitzungsperioden in Japan, die ja ganz anders sind als bei uns. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben. Und mich würde interessieren, es gibt ja bei uns den Grundsatz der Diskontinuität des Parlaments, also sozusagen, was nicht fertig wird, muss wieder neu begonnen werden. Gibt es das in Japan eigentlich so auch? Weil die Sitzungsperioden ja viel kürzer sind. Ja, das gibt es bei uns auch. Aber das Problem ist natürlich, in Deutschland gibt es im Grunde nur Legislaturperiode und also 4 Jahre Legislaturperiode. Und in dieser Legislaturperiode ist das Parlament immer offen. Aber wir haben eine ganz andere Art. Der Legislaturperiode, den Brief haben wir wohl nicht. Wir haben nur Sitzungsperioden und zwar dafür gibt es 3 Arten. Die erste, die wichtigste Sitzung ist die ordentliche Sitzung. Wird einmal jährlich einberufen, beginnt Mitte Januar. Genau, das habe ich hier geschrieben, Januar, und dauert 150 Tage. Eine Verlängerung ist einmal möglich, wird mal verlängert, mal nicht verlängert. Und wir sind ja jetzt im März, also das heißt, wir haben jetzt fast 90 Tage, nee, 60 Tage schon eine ordentliche Sitzung und wir haben noch 90 Tage etwa. Genau, das ist die ordentliche Sitzung. Dann haben wir eine außerordentliche Sitzung. Das lese ich mal vor. Das Kabinett kann beschließen, eine außerordentliche Sitzung des Parlaments einzuberufen. Wenn mindestens 1/4 aller Mitglieder eines der beiden Häuser es verlangt, muss das Kabinett die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung beschließen. Das ist eine Art Oppositionsrecht, 1/4 aller Mitglieder eines der beiden Häuser. Aber das Problem ist, hier steht nicht, wann das Kabinett die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung beschließen muss. Also das Unterlassen des Kabinetts kann sozusagen toleriert werden mit dem Argument, dass das Kabinett jetzt nicht in der Lage ist, eine außerordentliche Sitzung einzuberufen. Genau, das ist ein Problem. Und in der Tat wird eine außerordentliche Sitzung
fast immer durch das Kabinett beschlossen, nicht durch eine Oppositionspartei. Dann haben wir die dritte Version, Sondersitzung. Das lese ich auch mal vor. Ist das Unterhaus aufgelöst, muss innerhalb von 40 Tagen seit dem Tage der Auflösung eine allgemeine Wahl der Mitglieder des Unterhauses stattfinden und innerhalb von 30 Tagen seit dem Tage dieser Wahl das Parlament einberufen werden. Dieses Parlament nennt man Sondersitzung. Außerordentliche Sitzung und Sondersitzung, die Dauer wird durch einen übereinstimmenden Beschluss beider Häuser festgelegt und eine Verlängerung ist zweimal möglich. Die letzten Sitzungsperioden sehen wir hier auf der Tabelle. Genau, 2022, wir sind jetzt noch während der Sitzungsperiode. Letztes Jahr, 2021, da hatten wir 4 Sitzungsperioden, ziemlich viel. Aber wenn man die Länge der Sitzungsperiode sieht, dann stellt man tatsächlich fest, dass das Parlament nicht so lang geöffnet ist. Genau, am Anfang gab es eine ordentliche Sitzung, dann gab es eine außerordentliche Sitzung im Oktober, weil davor Kishida als neuer Parteivorsitzender gewählt wurde. Und danach gab es ja letztes Jahr eine Unterhauswahl und danach muss man eine Sondersitzung haben. Und dann gab es nochmal eine außerordentliche Sitzung. Genau. So funktioniert es in der Praxis. Gut. Vielleicht kommen wir zum Gesetzgebungsverfahren und dann würde ich dich fragen, was wird typischerweise in diesen dreitägigen Sitzungsperioden verhandelt, beschlossen? Gibt es da also? Ach, hier. Ja. Ja, hier diese ja, ganz kurze Zeit. Ja, stimmt. Also, ich glaube, es kann ganz verschiedene Gründe geben für die Eröffnung einer Sitzungsperiode, einer Sitzung. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass man ein Sonderbudget braucht, eine Genehmigung von einem Sonderhaushalt braucht. Und dafür braucht man nur ein paar Tage. Und ansonsten, wenn es Dringliches gibt zu regeln, braucht man in Japan ein Parlament einzuberufen. Das ist, das klingt vielleicht für die deutschen Zuhörer bisschen Dorf, aber in der Tat ist es so, in Japan ist das Parlament nicht immer offen. Also das heißt, wir können ein Gesetz nicht jederzeit ändern, sondern nur während der Sitzungsperioden. Und wenn es das führt auch dazu, dass die Verwaltung oft durch Rechtsverordnungen viele Sachen bestimmen und ändern. Aber ja, das führt manchmal dazu, dass man eine ganz kurze Sitzung eröffnet, um ein Gesetz zu ändern. Aber grundsätzlich ist es ja in Japan so, dass anders als in Deutschland viel mehr mit Verordnungen gearbeitet wird, als es ist bei uns bekannt ist. Also, ja, dass du da Zahlen hast. Ja, Zahlen. Zahlen ist schwierig, aber tatsächlich ist es so. Ich glaube, man hat Zahlen, vielleicht kann man ja sehen, wenn ich es richtig sehe, gibt es in Japan jetzt fast 2000 lebende Gesetze und dazu haben wir 8000 bis 10.000
vielleicht ist meine Erinnerung nicht ganz sicher, aber so viel Rechtsverordnungen und genau, viele Sachen werden durch Rechtsverordnungen bestimmt. Grundsatz ist aber natürlich, wie auch in Deutschland, ein Rechtsetzungsmonopol hat die Legislative und die Verwaltung kann nur durch die Ermächtigung eines Gesetzes, eine Rechtsverordnung erlassen, und das Gesetz muss hinreichend klar sein, was ermächtigt wäre. Und du als Wissenschaftler, wird das immer eingehalten oder gibt es da kritische Fälle, wo man sagt, da wurde der Verwaltung zu viel Macht eingeräumt? Also gibt es da Beispiele, die du benennen kannst? Ja, es gibt viele Beispiele, wobei man sagen muss, der oberste Gerichtshof hat nie eine Verfassungswidrigkeit festgestellt wegen der sogenannten Blanket-Ermächtigung durch ein Gesetz für einen Verordnungsgeber. Aber in der Wissenschaft werden viele Sachen kritisch angesehen aus demokratischer Sicht und legitimatorischer Sicht. Und zwar das wichtigste Beispiel ist in Japan das Verbot der politischen Betätigung der öffentlich Bediensteten, Beamten. Wir haben keine Unterscheidung zwischen Beamten und öffentlich Bediensteten. Also die öffentlich Bediensteten dürfen allgemein keine politische Betätigung machen nach dem Beamtengesetz. Aber diese politische Betätigung, was das heißen soll, ob man kein Mitglied einer politischen Partei sein darf oder ob man bei einer Demonstration, an einer Demonstration teilnehmen darf, das ist gar nicht klar. Und das bestimmt eine Verwaltungsverordnung, Rechtsverordnung. Das ist ganz kritisch angesehen, aber der oberste Gerichtshof hat mehrmals eine Verfassungsmäßigkeit festgestellt. Ja. Dankeschön. Also dann kommen wir vielleicht wieder zurück zum Gesetzgebungsverfahren. Wie Also wie wird ein Gesetz beschlossen? Also ist das Verhältnis zwischen Ober- und Unterhaus? Genau. Gesetzgebungsverfahren in Japan, also die Verfassung an sich hat nur eine Vorschrift dazu, und das ist ziemlich einfach. Das lese ich auch mal vor. Eine Gesetzesvorlage wird, sofern nicht in dieser Verfassung ein anderes bestimmt ist, durch Annahme in beiden Häusern Gesetz. Eine im Unterhaus angenommene, im Oberhaus aber abgelehnte oder mit einer Änderung angenommene Gesetzesvorlage wird Gesetz, wenn sie im Unterhaus mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder zum zweiten Male angenommen wird. Die Bestimmung des Absatzes 2 schließt nicht aus, dass nach gesetzlicher Vorschrift das Unterhaus die Sitzung eines gemeinsamen Ausschusses beider Häuser verlangt. Das nennt man einen Schlichtungsausschuss, Ryōin Kyōgikai, was in der Praxis fast also kaum eine Rolle spielt. Also das passiert wirklich sehr selten. Und Absatz 4, wenn das Oberhaus nicht innerhalb von 60 Tagen ohne Einrechnung des Zeitraums der Sitzungspause nach Zugang der vom Unterhaus angenommenen Gesetzesvorlage entscheidet, kann das Unterhaus davon ausgehen, dass das Oberhaus den Gesetzesentwurf abgelehnt hat.
Also ein Gesetz, eine Gesetzesvorlage kommt zum Unterhaus erstmals, wird angenommen und dann zum Oberhaus angenommen. Dann wird es ein Gesetz. Wenn das Oberhaus ablehnen würde, dann kann die Gesetzesvorlage ein Gesetz werden, wenn das Unterhaus nochmal zum zweiten Mal mit einer Mehrheit von 2/3 beschlossen würde. Genau. Also das ist ziemlich klar. Über die Gesetzesinitiative spricht die japanische Verfassung nicht ganz klar, aber Gesetzesinitiative des Kabinetts wird im Ergebnis beehrt. Man kann auch streiten, aber auch wenn man streiten würde, würde ein Mitglied des Kabinetts oder ein Premierminister als im Status als Abgeordneter eine Gesetzesvorlage machen im Parlament, sodass im Ergebnis eigentlich nicht so anders wäre. Also pragmatisch gesehen kann man auch das Gesetzesinitiative des Kabinetts bejahen, auch wenn die Grundlage nicht so klar ist. Es gibt auch natürlich Gesetze, die auf Initiative der Abgeordneten vorgelegt werden und beschlossen werden, wobei die Chance Erfolgschance ist geringer bei diesen sogenannten Abgeordneten-Gesetzen, die im Depot. Und Kabinettsgesetzesvorlage ist natürlich von Chancen her erfolgreich. Und Abgeordnetengesetze sind genau Ausnahme, so 10-20%, heute ein bisschen mehr geworden, 20%. Aber die sind oft, wie soll ich sagen, die betreffen oft Sachen mit gesellschaftlicher Brisanz und hoher Aufmerksamkeit, hohem Interesse. Aber der Inhalt ist nicht so sehr konkret technisch. Zum Beispiel habe ich hier ein paar Gesetze aufgeführt. Erstmal das Selbstmordverbeugungsgesetz, also Gesetz über die Prävention eines Selbstmordes. Da hat man geschrieben zum Beispiel, dass man ein spezielles Gremium einrichtet und Informationen über die Wirklichkeit, Realität sammelt, vielleicht so eine Gesamtplanung macht, um die Zahl von Selbstmördern zu reduzieren. So ähnlich war auch bei den Fällen Ijime, also Mobbing in der Schule, Verbeugungsgesetz, oder Karoshi Verbeugungsgesetz, Tod durch Überarbeitung Verbeugungsgesetz. Aber hätte man eigentlich durch die technischen Regeln von im Arbeitsrecht oder im Schulrecht eigentlich bestimmen sollen. Also die sind eher Symbolpolitik, muss man sagen. Genau. Also in dem Punkt kann man ja vielleicht so eine japanische Besonderheit, dieses Legislativbüro des Kabinetts und der beiden Häuser kurz ansprechen, weil das ist ja eine Besonderheit und ist ja auch die absolute Elite des japanischen Beamtentums, die Menschen, die sich da versammelt haben. Ne? Ja, stimmt, ja. Also ich habe die Präsentation habe ich nur bis dahin, bis dort, das ist das Ende meiner Präsentation eigentlich. Aber ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das Legislativbüro
Wir haben zwei Arten von Legislative Bureaus auf Englisch. Einmal Legislativbüro des Kabinetts und dann Legislativbüro des Parlaments, beziehungsweise beider Häuser. Und Legislativbüro hat eine längere Geschichte als die Verfassung an sich, wie das Kabinett. Also Kabinett, das sollte ich vielleicht auch ansprechen. Interessant ist, dass der Premierminister heute, Kishida, ich glaube, er ist 101. Das muss ich gucken, Entschuldigung. Aber was, ja, ja, 100, der 100. Der 100. Premierminister, aber interessant ist, also so steht auch auf der Webseite, aber interessant finde ich, eigentlich muss man anfangen mit der Verfassung, also in der Nachkriegszeit muss man anfangen, 1, 2, 3, aber so macht man nicht, man beginnt mit Hirobumi Ito, also der erste, tatsächlich erste Premierminister 1885, also noch vor dem Inkrafttreten der Meiji-Verfassung. Und diese Praxis zeigt, dass wir eine Kontinuität sehen als Diskontinuität in der Politik und des Kabinetts. Das ist eine Sache. Und Legislativbüro des Kabinetts, das gab es auch schon damals. Und Legislativbüro des Kabinetts, das ist, da sitzen die höchsten Rechtsberater des Kabinetts. Die sind hohe Staatsbeamten, die gute Karriere in jeweiligen Ministerien gemacht haben. Und die sitzen dort und die Leute überprüfen sehr, sehr genau, ob eine Gesetzesvorlage unproblematisch ist. Bei Formulierungen oft muss man sehen, ob man früher auch so mal formuliert hat, das Wort passt vielleicht nicht oder so, solche Sachen. Und natürlich muss man die gesamte Rechtsordnung betrachten, vor allem die Verfassung natürlich. Also die Verfassungsmäßigkeit wird tatsächlich durch das Legislativbüro vorher sehr genau überprüft, was dazu führt, dass der OGH ziemlich selten eine Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes, vor allem eines Gesetzes, das auf Initiative vom Kabinett vorgelegt wurde, feststellt. Genau. Also genau, wir haben jetzt über das Gesetzgebungsverfahren gesprochen, aber es gibt ja in drei Fällen sozusagen den Vorrang des Unterhauses, wo auch mit einfacher Mehrheit das Unterhaus das Oberhaus überstimmen kann. Die Wahl des Premierministers, das Budget und die Ratifizierung internationaler Verträge. Also genau. Mich würde interessieren, findet denn normalerweise die Benennung des Premierministers statt? Gibt es da irgendwelche Standards? Also früher war es immer so, dass man gar nicht wusste, wenn man einen Vortrag hielt, muss man immer sozusagen auf seinem Slide gucken, ob der Premierminister noch aktuell ist und hat dann sozusagen auch die Nummerierung geändert. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Aber gibt es da Besonderheiten? Warum ist das eigentlich so, dass die Premierminister so oft in Japan früher gewechselt haben? Eine gute Frage. Und das ist, also da muss ich vielleicht erstmal ein Disclaimer machen, dass ich kein Politikwissenschaftler bzw. kein echter Abgeordneter bin und ich bin ich bin ja ein Jurist, also da muss ich meine eher laienhafte Wahrnehmung als Staatsbürger forschen, aber das ist in der Tat so, dass ein Premierminister oft kurze Amtszeit hat, was aber natürlich, das heißt,
also kurze Zeit als Parteivorsitzender in der LDP, muss man richtigerweise sagen. Warum das so ist? Also vielleicht ist auch die Frage falsch gestellt gewesen. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen. Im Prinzip ist ja Japan dadurch geprägt, dass die LDP in den letzten Jahrzehnten praktisch immer die Mehrheit gestellt hat, bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen. Und wohl auch in der Regel, zumindest mit den Partnern, diese Zweidrittelmehrheit zumindest in einem Haus hatte. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja, so war das immer. Ja. Aber im Vorgespräch haben wir uns sehr interessant unterhalten. Du hast gesagt, 1994 wurde das Wahlrecht geändert. Früher gab es in den Wahlkreisen bis zu 3 Kandidaten, die gegeneinander angetreten haben, was dazu geführt hat, dass innerhalb der LDP eine größere Bandbreite an also Richtungen war. Ja, das stimmt. Genau. Die Wahlreform 1994, kann man nicht übersehen, um die japanische Politik zu richtigerweise zu betrachten, weil vor der Reform wurden tatsächlich, wie du schon gesagt hast, in einem Wahlkreis mehrere Kandidaten gewählt. Und nach der Wahl haben wir bei der Persönlichkeitswahl immer nur ein Kandidatenwahlkreis. Und das, was hat man damit, wollte man damit erzielen? Das Ziel war, dass man dadurch die stimmstärkste Partei überproportional vertreten lassen und somit das, die Politik zum Zwei-Partei-Politik zu machen, wie in England oder England früher war es, also Westminster-Modell mit Conservative und Arbeitnehmer, also Labour, genau. Aber heute ist es das eigentlich gar nicht so, aber genau, das wollte man machen und ein Wahlkreis, da gewinnt nur einer, beziehungsweise einer, und das führt oft dazu, dass nur zwei Parteien überleben letztendlich. Aber was im Ergebnis hat sich herausgestellt, dass auch auf die Fraktionen innerhalb der LDP, also in der LDP gibt es verschiedene Fraktionen, da gab es auch einen großen Einfluss. Und zwar vor der Reform konnten mehrere Kandidaten von der LDP gewinnen, also Kandidaten 1 aus der LDP, Kandidaten 2 aus der LDP und vielleicht ein Kandidat aus der Sozialistischen Partei. So. Und somit von einem Wahlkreis wurden 3 Kandidaten gewählt. Das war früher so. Aber heute kann nur einer gewinnen, sodass die Partei immer bestimmen muss, wer in dem Wahlkreis von der, also LDP muss immer bestimmen, wer muss gewinnen, wer kann kandidieren. Also zwei Kandidaten aus der LDP wer Dorf, insofern muss der Parteivorsitzende beziehungsweise der Parteivorstand muss immer vorher bestimmen, wer kandidiert wo. Und das hat dazu geführt, dass diese Fraktionen in der Partei schwächer geworden sind. Weil früher ein Kandidat aus einer Fraktion, zweiter Kandidat gehört zu einer anderen Fraktion und die hatten andere Gruppen, aber heute nicht mehr. Also die Partei ist homogen geworden, strikter geworden. Mhm. Ja, genau. Eine Frage habe ich noch zu diesem
Thema Auflösung des Unterhauses. Es war im Vorgespräch eine ganz große Überraschung, dass du gesagt hast, dass die Rechtsgrundlage irgendwie sehr schwammig formuliert ist. Und das ist ja ein wichtiges Instrument in der japanischen Politik, dass die Regierung letztlich den Zeitpunkt der nächsten Wahl dadurch bestimmen kann. Genau, genau. Die Auflösung, das Auflösungsrecht ist nicht klar vorgeschrieben in der Verfassung. Beim Passieren eines Misstrauensvotums im Unterhaus, dann kann das Kabinett das Unterhaus auflösen. Das steht schon in der Verfassung. Aber ob das sozusagen die einzige Voraussetzung ist, dazu kann man streiten und wird gestritten. Und Artikel 7 japanischer Verfassung zählt zu den zeremoniellen Befugnissen des Kaisers. Nummer 3, eine Auflösung des Unterhauses. Das ist eigentlich eine zeremonielle Befugnis, aber in der Tat hat man die Verfassung so ausgelegt, aufgrund dieser Vorschrift kann der Kaiser aufgrund vom Vorschlag des Kabinetts ein Unterhaus auflösen. Aber da steht natürlich kein Tatbestand, den man erfüllen muss, um das Unterhaus aufzulösen, sodass in der Praxis tatsächlich das Unterhaus jederzeit auflösbar ist durch die alleinige Entscheidung des Premierministers. Also danke. Jetzt muss ich sagen, es gibt bislang keine Fragen zu dem Thema. Ich würde jetzt gerne zu dem nächsten interessanten Thema wechseln. Aber falls es jetzt so sozusagen dem Aufbau und der Organisation des Parlaments Fragen gibt, wäre jetzt der Zeitpunkt. Ansonsten kommen wir zu dem Thema, wer ist eigentlich in Japan im Parlament? Wer macht Politik? Und was mir immer wieder komisch vorkommt, ist, dass es heißt, Herr Abe will das Vermächtnis seines Vaters, der auch schon Premierminister, fortsetzen. Wenn man sonst hört, gibt es ganz viele Politiker, wo es heißt, der Vater und der Opa waren schon im Parlament. Ist es so, dass Parlamentssitze also faktisch vererbt werden oder in der Familie weitergegeben werden? Oder ist es nur die Wahrnehmung, weil man bei wenigen Personen das so sieht und hört? Doch ist es so, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel LDP-Abgeordneten, zumindest in der LDP, also LDP-Abgeordneten, sogenannte Vererbungsabgeordneten sind. Also das heißt, die haben den Wahlkreis übernommen, wo sein Vater immer gewonnen hat. Also rein statistisch ist es so, und zwar wichtig ist auch, dass die bei den mächtigen Politikern oft das der Fall ist. Herr Abe, Herr Kishida, Herr Suga war eine große Ausnahme, aber andere Premierminister bzw. Minister, die haben oft den Wahlkreis vererbt. Also das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Warum das so ist? Ich würde sagen, wegen des Senioritätsprinzips in der LDP ganz stark, aber nicht nur in der LDP, in verschiedenen Parteien. Im Parlament ist es so, wie viel Mal man eine Wahl gewonnen hat. Das ist eine sehr ganz entscheidende Rolle in der Karriere als Abgeordneter. Also wenn ich gewählt
Würde bei der nächsten Wahl zum Parlament, das sagt eigentlich nichts. Weil ich als Erstgewählter, da hat man keine Macht. Erst wenn man vielleicht dreimal gewählt wird, dann wird man ein Spieler angesehen im Parlament. Und um ein Premier zu um ein Minister zu werden, muss man, glaube ich, zumindest 6-mal eine Wahl gewonnen haben. Das heißt, man sollte möglichst früh beginnen, diese Karriere als Politiker, und zwar beim nationalen Parlament. Oft ist es so, bei normalen Bürgern, man wird ein Abgeordneter im regionalen Parlament vielleicht oder Stadtrat, Bürgermeister von einer Gemeinde, und dann wird man vielleicht ein Abgeordneter im Parlament mit 45 oder 50. Aber da hat man nur einmal gewonnen, und da ist man zu da wird man nicht so ernst genommen. Und auch wenn man danach vielleicht 3-mal, 4-mal gewonnen hat, wird es nichts. Wichtig ist, dass man früher beginnt, diese Karriere als Abgeordneter im nationalen Parlament. Deshalb diese Vererbung spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Und es wurde eine Frage gestellt, die gebe ich gerne weiter. Wie wird das in der Bevölkerung aufgenommen? Sagt man, oh Gott, oder eher, ja, da wird Kompetenz weitergegeben? Also was steht im Mittelpunkt der Wahrnehmung? Das ist eine gute Frage, und ich kann natürlich nicht die ganze Bevölkerung vertreten mit meiner Meinung, aber ich würde sagen, dass das einen gewissen Sinn hat, dieses Phänomen, die Vererbung, weil die Politik, in die Politik zu gehen, ist ein sehr großes Risiko, also sehr risikohaft, sodass viele Menschen, die auch politisch interessiert sind, auch die Gesellschaft ändern wollen, mit guten Kenntnissen, mit Fähigkeiten, die wollen auch nicht riskieren, und dann wird es im Ergebnis wird es vielleicht so, dass Leute mit guten Kenntnissen doch nicht in die Politik kommen, sondern eher Vertreter von irgendwelchen Interessen, also interessenbetriebene Menschen oder was weiß ich. Ich würde sagen, dass die Leute wie also Herr Kishida zum Beispiel, er hat an der Waseda studiert, und er hatte eine sehr gute Ausbildung, und mit der Ausbildung konnte man eigentlich, hätte man eigentlich einen normalen Beruf wählen können, aber er hat in die Politik gegangen, weil sein Vater auch dort war und die Chance schon groß war, dass er Politiker, und zwar ein mächtiger Politiker werden konnte. Und ich glaube, dass dieser Karriereweg gesichert ist für die Leute, die tatsächlich kompetent sind. Das finde ich eigentlich nicht sehr schlimm. Gut. Ist es eigentlich finanziell lukrativ, Politiker in Japan zu werden? Sind die Diäten hoch? Also in Deutschland verdient ein Bundestagsabgeordneter
glaube ich, so in Erinnerung, so viel wie ein Bundesrichter. Das ist, also je, wo man herkommt, ist das viel oder wenig. Aber wie ist es in Japan? In Japan ist die Diät, wenn ich es richtig sehe, 13.000 Euro etwa pro Jahr. 13.000 Euro? Wir müssen eine Null fehlen. Null fehlen, okay. 130.000 Euro, genau, 130.000 Euro pro Jahr. Also, das ist nicht niedrig, oder? Also vielleicht doppelt so viel als Bundesrichter in Deutschland oder ist. Also es kommt darauf an, ob es netto oder brutto ist und ob noch eine Bonuszahlung dazu kommt. Das ist in Japan, glaube ich, oft der Fall. Stimmt, aber, mit Bonus wird es noch mehr, ja, glaube ich. Also vom Gefühl her ist es höher als das, was in Deutschland gezahlt wurde, wie ich es jetzt nachgegoogelt habe. Aber gibt es auch eine soziale Absicherung? Also wer einmal 5 Jahre im Parlament saß, ist der dann hat er dann eine Rente, einen Rentenanspruch, der ihn absichert? Wenn man einen bestimmten, nicht niedrigen Beitrag zahlt für eine Versicherungsverband, also Körperschaft, dann bekommt man das Recht, die Rente zu kriegen. Aber es gibt Mindestzeit und ob so viele Leute da tatsächlich zahlen, dass ich glaube nicht, dass die Versicherung so gut funktioniert. Okay, gut. Dann möchte ich wieder zum Anfang kurz zurückkommen. Wie immer gesagt, dieses Zwei-Kammer-System ist in Japan zumindest außergewöhnlich bei der Konstellation des Landes. Ist das aus deiner Sicht jetzt gut? Sollte man das ändern? Also abgesehen davon, dass man die japanische Verfassung ja schwierig ändern kann. Mhm. Aber ist das gut, wie das System ist? Oder gibt es Reformbedarf aus deiner Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht? Also Reform, über den Reformbedarf wird immer wieder diskutiert. Man kann nicht in Frage stellen, dass man irgendwas ändern sollte. Aber wie ist die Frage? Abschaffung des Oberhauses wäre auch eine Antwort. Aber man muss sehen, dass die Zahl der Abgeordneten nicht sonderlich groß ist in Japan. Mit zwei Kammern ungefähr 700 Abgeordneten. Und wenn man das Oberhaus abschaffen würde, dann nur 470 Abgeordnete im nationalen Parlament. Und zwar Zentralstaat, also wir haben keine Land, Bundesländer, also Parlament der Bundesländer. Also ich glaube nicht, dass das auch so zielführend, zweckmäßig wäre. Aber man muss eine Antwort, eine gute Lösung für eine Blockadesituation finden, die wir 2007, 8, 9, 10, 11 erlebt haben. Vielleicht realistischer Weg wäre, dass man an einem gleichen Tag eine Wahl stattfinden lassen, sowohl für das Oberhaus als auch für das Unterhaus. Das wäre ein realistischer Vorschlag, der von mehreren Wissenschaftlern gemacht wurde, und somit kann man ein verdrehtes Parlament mit großer Wahrscheinlichkeit vermeiden. Danke. Und zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen nach deiner Einschätzung. Wir haben letzten Herbst sowohl in Deutschland als auch in Japan Wahlen gehabt. Jetzt ist der neue Premierminister Kishida. Wie würdest du ihn einschätzen und wie unterscheidet er sich von Abe und Suga?
Ja, dass die Arbeitszeit zu Ende gekommen ist, ist also historisch kann man gar nicht, die Bedeutung kann man gar nicht so unterschätzen, weil Abes Regierung in vielen Punkten anders war als ehemalige japanische Politik. Es gab viele Konflikte und auch in manchen Punkten Ideologie orientiert, was in Japan eigentlich in der Regel nicht der Fall war. Also Interessenvertretung, Interessenvermittlung war eher die Aufgabe der Politik in Japan gewesen immer. Aber Abe hatte eher eine starke Ideologie und er hat sich in vielen Punkten durchgesetzt, sich behauptet. Das war, glaube ich, anders und sogar hat die Attitude übernommen von ihm. Jetzt ist Herr Kishida da. Ich glaube deshalb, weil viele Bürger eine Gefahr in der Politik von Herrn Abe gesehen hat, dass die Bevölkerung bisschen polarisiert war und dass der Konflikt etwas zu groß war. Herr Kishida ist derjenige, der gut zuhören kann. Also das sagt er selber, dass seine Stärke gut zuhören ist. Er kann verschiedene Meinungen hören, aber das heißt auch, dass er nicht letztendlich stark entscheiden kann, aber das ist, glaube ich, das passt eher dem herkömmlichen Bild der japanischen Politik. Und ich glaube, somit sind wir eher wieder also die Lage entspricht eher der politischen Tradition Japans, was aber aus heutiger Sicht vielleicht kritisch sehen kann, weil mit der Digitalisierung, demografischen Wandel, muss die Politik vielleicht viele Sachen schon vielleicht mit Konflikten auch durchsetzen. Also wo Änderungsbedarf gibt, muss die Politik entscheiden und ob Herr Kishida das tun kann. Da muss man sehen. Ja, vielen Dank. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, ich gucke, nein, bedanke ich mich für das sehr informative Gespräch, für die vielen Informationen, auch für deine persönliche Einschätzung. Bedanke mich auch bei den Zuhörern und möchte dir gerne das letzte Wort geben. Also ich bedanke mich, dass so viele Leute erschienen sind. Vielen herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn Sie ja vielleicht später mal so Feedbacks geben könnten. Vielen herzlichen Dank. Okay, dann einen schönen Abend und bis bald hoffentlich. Ja, bis bald. Schönen Abend. Ja, also Vielen Dank. tschüss.